Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute möchte ich sprechen über einen bekannten Text, der mir schon oft im Leben geholfen hat. Und das ist 1. Johannes 5, die Verse 14 bis 15. Und das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, dass so wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir auch, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebeten haben. Ein interessantes Wort, das hat eine Zusage. Wann wird das Gebet erhört und wann bekomme ich auch das Gebet? Er sagt, wann ich die Bitte habe. Ich habe gebeten und ich habe das, was ich gebeten habe. Es ist schon interessant, aber etwas ist hier ganz Wichtiges. Das Gebet muss nach dem Willen Gottes geschehen. Und in unserem Leben, da gibt es so viele Sachen und viele Entscheidungen. Und nicht immer bist du ganz sicher, ist es der Wille Gottes oder nicht. Zum Beispiel, ich erlerne einen Beruf. Und ob ich den richtigen Beruf gewählt habe, muss ich ja wissen von Gott. Das ist der richtige Beruf für mich. Oder wenn ich etwas auch tue, jemanden besuche, es ist gut, dass ich weiß, der Herr geht mit ihm. Mit mir. Er geht mit mir, weil ich auch hier eine Hilfe sein will. Wir sind ja geschaffen zu guten Werken. Und er sagt also, das Gebet nach dem Willen Gottes wird erhört. Ich weiß eins, wenn ich mit Gott in so nahe Beziehung stehe, wirklich also mit ihm, so in dieser untrennbar, in so ganz nahe Beziehung, dann höre ich auch seinen Willen ganz anders, als wenn ich mal entfremd bin oder ich sage, ich habe so viele Arbeit, ich bin so in Sorgen des Lebens, ich bin in irgendwas so drin, dann habe ich gar nicht so dieses Gefühl für ihn. Aber wenn ich so mit ihm so nahe bin, dann höre ich ihn viel schneller, viel besser. Jakobus sagt euch, naht euch zu mir, naht euch zu Gott und dann naht er sich zu euch. Und wenn manche Leute so, wie soll ich sagen, keine Zeit haben für das Wort lesen, keine Zeit fürs Gebet, keine Zeit, die Gottesdienste besuchen, keine Zeit, etwas Gutes tun für Leute, von denen du kein Lob bekommst, kein Nichts. Du machst etwas, aber machst einfach etwas Gutes. Manchmal kennst du die Leute gar nicht. Also für so Sachen muss man Zeit haben. Das ist ja Gottes Auftrag für uns. Und dann wissen wir, dass wir in dem Willen Gottes irgendwo sind. Und dann kann er leicht zu uns auch sprechen. Er sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Aber was mir so besonders, ich möchte ermutigen, jeden, der mal gesündigt hat. Gesündigt haben wir alle. Aber es passiert auch, wenn wir gläubig geworden sind und dann passiert etwas. Und was ist, dann kommen wir und bitten beim Herrn um Vergebung. Und dann wird es manchmal gesagt, ja, vielleicht wird der Herr mir das nicht vergeben. Oder, ja, ich wusste es irgendwie, ich weiß nicht, warum ich so übereilt wurde. Und jemand quält sich und kann sich selber nicht vergeben. Aber wir wissen eins, Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Jesus hat sein Leben gebracht für uns. Und wenn es bei uns ist etwas passiert, wir waren übereilt, ist etwas so, dass wir es nicht tun sollten und haben es doch getan, dann können wir wieder zu Jesus kommen. Und es ist sein Wille, dass wenn wir gesündigt haben, dass wir zu ihm kommen, dass wir von ihm die Vergebung bekommen, dass wir von ihm wieder Mut bekommen, weiter zu arbeiten, zu leben. Und dann, wenn ich komme und sage, Jesus, vergib mir das, dann sagt er, das ist nach meinem Willen und dann bekommst du auch das. Wisst ihr, ich habe oft müssen schon die Leute ermutigen und sagen, hier, komm weiter, steh auf. Fallen tun alle oder viele Leute, aber aufstehen tun nicht alle. Und Gott will, dass du wieder aufstehst. Er ist dazu gekommen, um auch für deine Sünde, für dein Vergehen, für deine Taten, die vielleicht nicht so sind, wie sie sein sollen. Er ist für dich gestorben. Er hat für dich gezahlt. Er will dich wieder aufrecht halten. Das heißt nicht, dass wir dürfen jetzt so irgendwie mit der Sünde umgehen. Gott wird immer vergeben. Und das geht es nicht. Es geht darum, ich bin immer bestrebt, so Gott zu leben, zu dienen, dass er mit mir zufrieden ist. Und doch, sagt Apostel Jakobus, wir fehlen mannigfaltig. Der Russe übersetzt es, wir sündigen mannigfaltig. Aber mir ist es so interessant, wenn es auch was passiert ist, dann haben wir diesen Fürsprecher. Und dann kommen wir zu ihm und wir wissen, er wird uns wieder
helfen. Er wird uns als wieder tragen, vergeben und wieder Kraft geben, wenn wir uns an ihn klammern, wenn wir also nicht weiter sündigen, wenn wir weiter mit ihm verbleiben. Das ist nach dem Willen Gottes. Er hat ja die ganze Welt geliebt, jeden Menschen, wie er auch nicht ist. Er versteht ihn auch, warum es bei ihm so geworden ist im Leben, wie es geworden ist. Und er will jeden retten. Und dazu sollen wir immer wieder so dieses Wort lesen. Ich möchte noch einmal das so lesen. Er sagt, wir haben die Freudigkeit, bitten etwas nach dem Willen Gottes. Und wenn wir auch bitten, wissen wir, er hört uns, weil es nach dem Willen Gottes ist. Und das letzte hier, der 15. Vers. Und so wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir die Bitte haben, die wir von ihm gebetet haben. Gott segne uns da und wirklich lerne uns so in der Nähe Gottes zu sein, dass wir den Willen Gottes verstehen und nach dem Willen Gottes leben. Amen.